Stuttgarter Trainer nach dem heutigen Spiel im Hinblick auf die Pokalbegegnung nächste Woche in Köln. Zuvor hatte er zusammen mit 10.000 Zuschauern zunächst eine schwache erste Hälfte gesehen, in Kürze die nennenswerten Aktionen. Es gab 5 gelbe Karten. Die erste für den Wattenscheider Dirk Kontny nach diesem Foul an Maurice Banach. Die zweite für seinen Mannschaftskollegen Thorsten Fink nach einem Foul an Axel Britz. Die dritte erhielt Falko Götz wegen Meckerns in seinem 200. Bundesligaspiel. Leider haben wir ihn nicht im Bild gesehen. Die vierte Karte ging zur Abwechslung wieder an einen Wattenscheider, an Thomas Siebert. Und die fünfte an Maurice Banach, den Kölner Stürmer. Nachzureichen noch die besten Chancen aus der ersten Hälfte. Da war zunächst Frank Ordenewitz in der zweiten Minute. Dann eine Wattenscheider Chance in der 17. Ecke Kontny, Kopfball Fink und Bodo Ebner dazwischen. Das war das Aufregendste aus den ersten 45 Minuten. Der Geisborg, wir bieten ihn heute aus einer anderen Perspektive als gewohnt. Die interessantesten 5 Minuten des gesamten Spiels leitete Horst Held ein, hier am Ball. Er bedient Axel Britz. Der spielt Hiegel an. Maurice Banach und es steht 1:0 für den 1. FC Köln. Maurice Banach hatte auch im Hinspiel gegen Wattenscheid seine ehemaligen Kameraden schon getroffen. 61 Minuten gespielt. Im FC bleibt übrigens weiter das Verletzungspech ein treuer Wegbegleiter. Ralf Sturm hatte eine Bänderdehnung und beim Aufwärmen verletzte sich zu allem Übel auch noch Hendrik Andersen. Ja, und wer weiß, ob es nicht doch ein Omen war, dass Frank Hartmann, früher mal im Kölner Trikot, bei der Auswechslung von Uwe Ciskale dessen Kapitänsbinde übernahm. Und der neue Kapitän bringt den Ball im Tor unter. Nach einem Freistoß aus 18 Metern steht es 1:1 im Nümmersdorfer Stadion. Frank Hartmann, der Torschütze. 2 Tore unter dem Motto alte Kameraden als Höhepunkt im heutigen Bundesligaspiel Köln gegen Wattenscheid. Nachzureichen der Doppelpass von Horst Held und Maurice Banach. Eine Punkteteilung, mit der lediglich Wattenscheid zufrieden sein darf. Okay, ich meine, wisst ihr, wir haben im Endeffekt einen Punkt verloren zu Hause wieder und ich meine, okay, beide Mannschaften haben gut gespielt und im Endeffekt gerecht. Aber gegen die alten Kameraden klappt es ja irgendwie immer noch, da geht der Ball immer ins Tor. Okay, ich meine, ich habe letzte Woche nicht so meine guten Tage gehabt, meine guten Wochen gehabt und ich bin froh, dass es endlich mal wieder geklappt hat.